Hier spricht wieder Ostra und ihr seid zurück bei einer weiteren Folge Kirby Space Program. Wir versuchen immer noch eifrig auf den Mond zu kommen und wieder zurück. Wir waren jetzt schon ein paar Mal auf dem Mond, aber das Zurück will uns noch nicht so gelingen, weil ich derbe Probleme damit habe. Wie soll ich das ausdrücken? Mit dem Sprit. Und vielleicht haben wir jetzt mit diesem Teil hier etwas mehr Chancen. Wer weiß das schon? Niemand. Deswegen können wir das nur ausprobieren. Also geht's jetzt hier weiter. Auf jeden Fall müssen wir schnell hochkommen. Und theoretisch jetzt mit dem Sprit, was wir hier haben. Wir hätten es anders machen sollen. Und hier sehen wir auch schon, da machen sich die Raketen ein bisschen selbstständig. Da fliegt noch eine vorbei. Und ich denke mal, das hat sich hier wieder... Ja, der Samstag freut sich. Das ist ja auch schön. Aber nicht, das ist nicht das, was wir haben wollten. Die inneren drei, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Die inneren drei, die können wir ja theoretisch später abtrennen. Und anmachen. So, und die äußeren müssen wir hier auch wieder mit Streben ein bisschen. Verstreben. Klappt nicht so ganz, irgendwie. Ah, dann nehmen wir das hier so ein bisschen zu. Das ist auch schon... Das sollte normalerweise schon reichen. Da müssen wir ja nicht so... Da müssen wir eigentlich nicht so penibel sein. Auch diese hier muss man immer schön miteinander verschweißen. Das haben wir auch schon gelernt. Damit die nicht auseinanderzucken. So, das müsste jetzt eigentlich theoretisch alles gewesen sein. Die inneren können wir nochmal zusammenschmeißen. Wenn die denn so liebenswürdig wären, das zu tun, tun sie nicht. Mir egal. Nochmal versuchen. Nicht so lange Zeit hier in dieser Konstruktion da verwenden. Wir haben im Moment eh nichts, was irgendwie interessanter wäre, außer das jetzt. So, das sind jetzt nur die äußeren. Das ist mehr als genug Feuer. Und mehr als genug Druck, um uns nach oben zu bringen. Jetzt ist schon wieder Jebediah da drin. Warum wechseln die immer die Plätze, verdammt? Hat der so einen Druck? Will der so gerne nach oben? Will der gerne sterben? Oder weiß ich nicht. Soll er mal. Ich halte mich dann da raus. Wichtiger ist, dass das jetzt mal klappen tut. Wir sind schon relativ fix. 130 Meter die Sekunde ist schon sehr schnell. Und wir sind auch sehr gerade. Auch das gefällt mir. Und es kann jetzt eigentlich nur besser werden. Aber ich bin mal gespannt, wo uns das jetzt hier hintragen wird. Ich meine, 5000, ihr wisst ja, das ist nix. Normalerweise muss man da spritschonender in diese Höhen kommen. Aber wer nicht will, der hat schon. Vielleicht kommen wir 10.000 hoch mit den Außenteilen und dann mit den inneren. Ach, ich weiß es auch noch nicht. Alles ist so ein bisschen Los Pricolos hier. So, jetzt kommen die inneren drei. Die geben jetzt hier Gas. Und damit hoffe ich, denke ich mal, so 50.000 zu erreichen und eine Geschwindigkeit von etwa 1.000. Das wäre natürlich dann das absolute Nonplusultra. Hier gibt es schon ein bisschen Überhitzung. Ich hoffe nicht zu stark, sonst fliegen mir da die Dinger wieder auseinander. Das wäre nicht unbedingt wertvoll für unsere Forschung. Oh, jetzt ist es nicht mehr ganz so gerade. Aber nicht schlimm. So, das Überhitzen sollte jetzt kein Problem mehr sein in der Höhe. Gibt es nicht mehr so viel Luftwiderstand, dass sich das Überhitzen da lohnen würde. Jetzt sind wir auch schön schnell. Und wenn wir jetzt die Geschwindigkeit gleich irgendwie beibehalten können, das wäre natürlich vortrefflich. Da könnte man normalerweise noch so große dran schrauben. Links und rechts. Und dann sagen, ja, da kann man die dann nochmal später zünden. Das würde auch gehen. Oder noch eine, die man dann später zünden könnte. Das wäre wirklich cool.
So. Jetzt haben wir alles abgeworfen und sind auch schon auf Kurs. Schnell sind wir natürlich auch wieder wie der Wind. Und das Wichtigste natürlich zuerst, wir müssen gleich 90 Grad anpeilen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen. Wir sind relativ schon weit gekommen. Und wir sind auch relativ schnell, dass wir sagen können, okay, wenn wir jetzt drehen würden, das wird was bringen. Ich versuche das einfach mal an dieser Stelle. Und wir drehen uns jetzt einfach mal 90 Grad. So, fertig ist. Er hat ja theoretisch schon Schub in die Richtung. Er hat ja jetzt Schub und jetzt hat er noch Schub in die Richtung. Jetzt müsste das relativ schnell gehen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht nicht ganz 90 Grad. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen hier hoch. Eher so. So. Gleich drauf achten, wenn der leer ist, dann können wir den absprengen. Wir kommen nicht bis zum Mond. Machen wir mal eben die nach vorne wegsprengen und ganz langsam fahren. Oh, 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 oh. Hau bloß ab. Okay. Perfekt. Das hätten wir und jetzt sind wir auch gleich kreisrund und wir haben jetzt eigentlich schon eine super hohe Basis, die wir uns zunutze machen können. Die wir auch eventuell gleich ausnutzen werden. Um dann in die richtige Position zu kommen zum Mond. Und das Problem ist wie immer, wir haben nicht viel Sprit. Unglaublich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich hoffe, das wird hier überhaupt noch was. Wir können jetzt ein bisschen tiefer sogar gehen, damit wir die ein bisschen drehen können, die ganze Kurve. So eventuell. Warum taumeln wir denn so? Ist ja ekelhaft. Auch wir benutzen irgendwo jetzt dieses Monopropellat. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und wir sind fix wie die Hölle. 2000 Meterchen schnell. Sollte eigentlich reichen, um alles zu erreichen, was wir wollen. Wir werden immer schneller, aber irgendwann ist hier Ende. Deswegen würde ich sagen, mir reicht das schon so. Und wir machen uns hier lieber ein Manöver. Oh, jetzt, wenn wir jetzt den Mond treffen würden, dann wird der uns einfach wegknallen. Sicher interessant. Können wir das nicht irgendwie... vielleicht so, dann haben wir so eine... So ist auch... Nee, so ist nicht okay. Moment. So ist zu viel, so ist zu wenig, so ist wieder zu viel und... Hä? Wie haben wir das denn gemacht? Das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Wie kriegen wir das hin, indem wir nach da gucken? Huch. Ja, und ihr seht jetzt, durch dieses Monopropellan-Zeug können wir uns schnell, sehr schnell drehen im All. Das war ja vorher nicht möglich, da war das immer so träges Angucken. Und zack. Das wäre cool, wenn wir direkt eine Umlaufbahn um den Mond schalten könnten. Wir haben übrigens keine Antenne wieder mit, also wenn es jetzt irgendwie wieder schief geht, dann könnt ihr auch sagen, das ist dann meine Schuld, weil das ist dann definitiv. Aber hier direkt auf die Bahn zu kommen, wäre natürlich geil, weil dann müssen wir nicht Gegenschub geben, um überhaupt auf den Mond zu kommen. Das spart extrem Sprit. Und das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Und auch, dass wir hier so relativ fix sein können und überhaupt keinen Treibstoff mehr haben, ist natürlich auch schön. Aber ich denke, auch hiermit werden wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da landen können. Ist nur die Frage, ob wir wieder zurückkommen. Weil wir ja... Obwohl, wir sind relativ sehr leicht. Ich habe alles abgesprengt, ne? Ja. Wir sind relativ sehr leicht. Das könnte was werden. Wenn wir uns jetzt ein bisschen anstrengen und fest daran glauben und die Daumen drücken, könnte das echt was werden. Und man sieht hier perfekt, wie ich die... Oder wie das Raum... Nicht wie ich die, sondern wie das Raumschiff die Weite hier einschätzt. Und wir haben noch viel Sprit. Viel Sprit.
Und der geht eigentlich gar nicht zurück. Und gleich sind wir irgendwann so weit, dass wir direkt auf den Mond krachen, sozusagen. Wo sind wir jetzt? Moon Encounter. Und jetzt sind wir theoretisch zu weit, oder? Wir müssen nochmal hier auf unsere... auf die Bahn mal eben kommen. So ist auch okay. So ist auch völlig in Ordnung. Mal eben rum. Oh, das war jetzt aber knapp. Das war unsere eigentliche Idee. Jetzt kommen wir schon wieder ganz woanders hin. Und wir werden jetzt auf so eine größere Bahn geschickt eventuell, weil wir nicht ganz auf Kurs bleiben konnten. Und ihr seht, der Kurs verändert sich die ganze Zeit. Das habe ich auch noch nie gesehen. Mal gucken, was das zu bedeuten hat. Wir sind jetzt aber auf der Mondumlaufbahn, okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen hier hin drehen und mal Gas geben. Kommen wir dann auf die andere Bahn wieder oder dauert das zu lange? Moment. Oder müssen wir einfach nur Gas wegnehmen? Obwohl, nee. Das war schon richtig. Wir bleiben auf Kurs. Weil den haben wir uns ja auch ausgesucht. Oder? Oder wollen wir jetzt rückwärts fahren, also ein Blödsinn? Verlassen wir jetzt direkt den Mond, oder wie? Bin mir noch nicht sicher, was hier passiert. Weil theoretisch stehen wir dann gleich auf einer Stelle oder so. Ich versuche wieder vom Mond wegzufahren, oder was? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Dieses Manöver jetzt zu kriegen. Das war dumm von mir, glaube ich, dem nachzulaufen. Ja, ich glaube, das war extrem dumm, dem Manöver nachzulaufen. Weil uns das jetzt viel Sprit kostet. Trotzdem bleibe ich jetzt dabei. Wir kommen auf jeden Fall zur Erde zurück. Das sieht man ja hier. Jetzt werde ich das wahrscheinlich gleich wieder verpassen. Na komm. Gib alles. 100 Meterchen noch. Das schaffen wir. Müssen wir langsamer ranfahren an das Manöver. Na komm. 36 Meter noch. 34 Meter noch. Oh, 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 oh. Wo willst du hin? 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 Wo ist er denn jetzt hin? Unser Manöver. Da. Okay. Jetzt haben wir noch 0,1 Abweichung. Jetzt ist er wieder weg. So ein Dreck. Wo müssen wir jetzt hin? Oder wo sind wir jetzt, besser gesagt? Was passiert jetzt hier? Oder stehen wir jetzt echt auf der Stelle? Ah, wir sind jetzt hier in diesem größeren Radius gefangen. Und haben den Mond einfach so verlassen. Da habe ich mich natürlich jetzt wieder fehlleiten lassen von meiner eigenen Doofheit. Was ist denn, wenn wir hier Gegenschub machen? Obwohl wir diese Möglichkeit nutzen können, um etwas anderes zu machen. Meine, wenn wir schon mal hier sind, nicht? Es ist nur eine Idee. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch sagen, wir nutzen das für uns. Und versuchen... auf den anderen Planeten zu kommen. Was haltet ihr denn hiervon? Dass wir uns mal den Minum angucken. Das ist doch die Idee eigentlich. Da müssen wir gleich nur auf den richtigen Moment warten. Wir haben leider keine Antenne dabei. Aber wir müssen nicht so schnell werden. 200 schaffen wir. Dann können wir vielleicht schaffen, wieder zurück zur Erde zu kommen. Das wäre natürlich extremst genial. Einfach nur dran vorbei,
Punkte holen und wieder zurück. Ich bin da vorher noch nicht drauf gekommen, weil es halt immer so ein Riesenunterfangen ist, sag ich jetzt mal, so weit zu kommen. Wie gesagt, hier so schnell kann ich nur kurzzeitig bleiben. Und das mag ich überhaupt gar nicht, so schnell zu sein. Wir wissen alle, warum ich das nicht so mag, aber wir sind jetzt eigentlich schon da an der Stelle, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir das Manöver anfangen. Und nochmal eben ganz kurz an den Planeten vor. Okay, da hat sich irgendwie die Flugbahn auch geändert, da müssen wir unbedingt aufpassen. Dass es nicht irgendwann unser Ding in die einfach durchs All fliegt. Dahin brauchen wir. Wir brauchen nur 200 schneller werden, das ist überhaupt kein Ding. Dafür haben wir locker Sprit. Und das ist das Schöne, wenn man so weit außen ist. 100, bla bla bla, 50, bla bla bla, 30, 20. Wir kommen jetzt immer noch nicht dahin. Aber gleich. 9 Meter, 7 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Zack. Okay. Jetzt müssen wir dieses ranzige Scheißmanöver hier mal eben. So. Und jetzt können wir mal eben sehen, wie das aussieht. Wir titschen den nur kurz an den Planeten und gehen dann direkt wieder zurück. Das machen wir mal eben. Hui. Und dann sind wir auf einer größeren Bahn. Da können wir gleich einfach irgendwie Rückschub machen oder so. Und dann ist das erledigt. Ich freue mich. Wir haben jetzt nochmal... das war eine gute Idee von uns. Das war eine gute Idee, die anders war, als wir das vorhatten. Aber trotzdem super. Wir waren trotzdem super dabei. Das ist eine super Idee gewesen. So vom... Einfach super. Wisst ihr ja, ne? Ja, da kommt wieder ein Asteroid ins Spiel. Ich habe auch den Planeten noch nie gesehen, den wir jetzt gleich sehen werden. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Ihr wisst ja, ich bin beim Game selber ungefähr so weit wie ihr auch. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich bin so ein bisschen perplex gerade. Da kommt er. Und jetzt sind wir gleich in der Umlaufbahn von dem Planeten. Genau jetzt. Da ist der Planet. Und jetzt können wir mal eben hier das Material uns angucken. Das gibt 100 Punkte. So. Und auch hier. Dieses Teil hier nochmal. Nah an dem Planeten dran. Auch nochmal 40 Punkte. Der Crew Report. 20 Punkte. Und natürlich Jebediah aussteigen lassen. Unbezahlbar. Und das gibt auch nochmal 32 Punkte. Das wäre der Hammer, wenn wir das schaffen würden, das jetzt nach Hause zu fahren. Und um das zu schaffen, müssen wir nichts weiter tun, eigentlich als an diesem Punkt zu bremsen. Und dafür brauchen wir genauso wenig Sprit wie vorher auch. 400 schnell müssen wir werden. Das ist überhaupt kein Problem mit dem, was wir noch haben an Zeug. Und ich freue mich richtig, einfach mal den anderen Planeten gesehen zu haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Ah ne, wir sind viel höher als der Mond, okay. Dass wir hier nicht... ach, das ist der Asteroid da vorne. Der uns hier kreuzt. Den kann man den sehen? Nehmen wir mal gucken. Ich denke mal nicht, der wird so ganz klein sein. Da ist kein Asteroid zu sehen. Auf jeden Fall bin ich mega froh, dass wir das einmal zusammen gemacht haben. Cool, sage ich nur. Und das erste Mal, dass ich auch einen anderen Planeten sehe. Wir können hier schon Gegenschub geben. Das ist genau die Stelle, denke ich mal. Und seht, wie schnell das geht. Da haben wir noch Sprit bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Da werden wir nochmal den Mond kollidieren. Aber der Mond, was ist das schon für ein Planet gegen diesen Minun, oder wie der heißt? Das ist doch mal ein Planet. Da, der Minmus. Ja, das war's auch schon. So können wir runter.
Müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir hier keinen unserer, dass der Mond keinen unserer Dinger hier mitnehmen. So, zack. Hier nicht ganz so schnell werden. Schön langsam anfahren. Und die letzten Meterchen können wir dann genießen. Wir fallen natürlich wie ein Stein, ne? Das ist ja natürlich, das muss man natürlich mal dazu sagen. Darf ich dich drehen? Dann müssen wir mal eben nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen Gegenschub kriegen. Einfach nur mal, damit wir nicht so schnell sind beim Fallen. Sicher ist sicher. Ich habe jetzt keinen Bock, nach 20 Minuten und coolen Sachen hier zu sagen, ist nicht, weil ist nicht. Oder weil wir einfach zu dumm sind. So, zack. Jetzt geht's wieder auf den Planeten runter. Wir haben oben natürlich jetzt schön im Blick. Wie weit wir noch vom Planeten entfernt sind, das ist noch weit, weit. Da müssen wir jetzt noch nicht bremsen. Aber so langsam kommen wir dann doch. So, jetzt sind wir in Planetennähe. Und wir sind schnell. Das ist vielleicht das andere, was wir auf jeden Fall mal korrigieren sollten. Mit dem Restsprit, den wir noch haben. Ich denke mal, der Luftwiderstand wird uns gleich auffangen. Das hoffe ich zumindest stark. Wir können hier noch das abschmeißen, dann sind wir ein bisschen langsamer. Jetzt fängt gleich an, hier alles zu bremsen. Sobald wir in die Atmosphäre eindringen, die uns hoffentlich nicht zerfickt. Ich sag's mal, wie es ist. Jetzt fangen wir an zu bremsen. Wir sind zu schnell für das Ding. Aber wir nehmen mal alles, was wir haben. Und da bremsen wir runter auf ein paar Meterchen. Jawollo. Das ist... der Jebediah, der hat richtig Grund, sich zu freuen. Das ist ja der Oberhammer. Der oberübertriebene Hammer. Wir haben es geschafft. Wir haben mal einen anderen Planeten außer den Mond gesehen. Zwar erstmal nur von weiter weg, aber das heißt, das können wir theoretisch schaffen. Irgendwie natürlich. Und wir können auch da einen unserer, fall du mal in den Dreck. Das ist nicht so schlimm. Einen unserer, Leute eventuell lassen und für die Ewigkeit auf diesen anderen Planeten da einsperren. Wir sind natürlich immer noch schnell. Keine Frage. Okay, aber das hat sich jetzt erledigt mit dem Geschwindigkeitsrausch. Und wir sinken langsam, aber sicher Richtung richtig. Und mit etwa 100... Weiß ich nicht, 80 Punkte werden wir kriegen, vielleicht noch 200, können wir uns neue Raketen leisten. Und die gehen ab, das sage ich euch, die kenne ich nämlich schon. Und das sind nämlich die neuesten aus dem Sandbox-System. Und damit ist schnelle Raumfahrt etwas, was nicht mehr unser Thema sein muss. Das kann ich schon mal dazu sagen. Und wir nehmen viel zu viele Batterien mit. Plupp. Perfekt, Recover Vessel. Eine erfolgreichere Folge habe ich nicht erwartet. 200 und fucking 8 Punkte ist ein Traum. Und ich bin froh, dass ihr dabei wart. Und ihr seht hier, die Dinger haben einen Max Thrust von 2000. Ihr habt richtig gehört. 2000 maximale Thrust. Vorher hatten wir welche mit maximal 650. Ihr könnt euch ja in etwa vorstellen, was diese Dinger jetzt anstellen können. Und das werden wir natürlich in der nächsten Folge Kerbal Space... Boah, gibt's noch mehr. In der nächsten Folge Kerbal Space Programm mit Vergnügen zeigen. Hier gibt's irgendwie sogar Atomsachen. Cool. Ich bin
glücklich. Ich bin richtig glücklich, dass wir das geschafft haben. Und wir könnten sogar hier noch eine Sache mit 90 Dingern mitnehmen das nächste Mal. Vielleicht das Thermometer, um noch mehr forschen zu können. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Und sage, bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Raumfahrtkadetten.